Narzissmus. Nein, liebe Sachsen, bitte nicht umschalten. Es geht nicht um Nazis, es geht um Narzissmus. Um Menschen, die sich wichtiger nehmen als alle anderen und denken, sie sind mehr wert als alle anderen. Also vielleicht doch ein bisschen um Nazis. Aber eigentlich geht es um den Narzissmus der Generation Instagram. Ja, der ganzen wilden YouTuber, Facebooker und all derer, die sich gerne mal live streamen. Wir wollen wissen, wie echt ist online? Likes gegen die Lehrer? Sind wir alle die Obernarzissten mittlerweile? Ich weiß es und Sie gleich auch. Das ist CCM. Narzissmus ist ein hochkomplexes Thema aus dem Bereich der Psychologie, mit dem man jemanden wie mich besser nicht alleine lassen sollte. Deshalb begrüße ich jetzt bei mir im Studio Diplompsychologe Andreas Radoch. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Stadelmann. Hallo, Herr Radoch. Ist nicht jeder Mensch Narzisst? Ich meine, wir wollen doch alle das Beste für uns. Die meisten Menschen haben narzisstische Züge, das ist richtig. Mutter Teresa zum Beispiel, die ist doch bestimmt auch irgendwann mal morgens wach geworden und gesagt, verdammte Scheiße, bin ich geil. Bin ich geil, wie ich ihr jeden Tag die ganzen Tiere rette. Mutter Teresa hat eigentlich, egal. Nur weil ich stolz auf mich bin oder finde, dass ich gute Arbeit leiste, bin ich noch kein Narzisst. Die Grenze verläuft dort, wo ich denke, dass ich wertvoller bin als alle anderen. So wie Sie zum Beispiel. Was, wie kommen Sie denn darauf? Nun ja, Ihr Beruf hat doch etwas sehr Narzisstisches. Ich meine, Sie halten ja alles, was Sie sagen, für dermaßen interessant, dass es unbedingt in tausende Haushalte gesendet werden muss. Das ist ja Quatsch. Hunderttausende. Es sind hunderttausende Haushalte, die mir zujubeln und zuschauen. Ja, egal. Wie stellt man denn jetzt ganz objektiv fest, ob jemand Narzisst ist? Ja, hier gab es jahrelang nur sehr aufwendige Testverfahren, bis vor einiger Zeit ein sehr viel vereinfachter Narzissmustest entwickelt wurde. Den könnte ich auch mit Ihnen machen. Ja, okay, dann machen wir. Gut, dann würde ich auch natürlich die Zuschauer herzlich einladen, hieran teilzunehmen. Dieser Test besteht im Grunde aus nur einer einzigen Frage. Okay. Sind Sie ein Narzisst? Nein. Herr Stadelmann. Der Test funktioniert nicht, wenn Sie lügen. Ich habe gar nicht gelogen. Gut, also wie auch immer, auf diesen eine Fragetest antworten Narzissten. Was ich nicht bin. Wenn Sie nicht lügen. Was ich nicht getan habe. Normalerweise immer mit Ja. Denn Sie haben überhaupt gar kein Problem damit, Narzisst zu sein. Sehr im Gegensatz zu Ihrem Umfeld. Ah, na, dann kann ich ja gar kein Narzisst sein, weil mit mir kommen ja alle prima klar. Dann ist Ihr Umfeld vielleicht voller Narzissten. So, wusste ich's doch. Die anderen sind schuld, hier um mich rum, nicht ich. Vielen Dank, Andreas. Es gibt eine Vielzahl von Symptomen, die auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung schließen lassen. Da sind unter anderem übertriebene Selbstliebe, ein hohes Bedürfnis nach Bewunderung und Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Plus Unfähigkeit, Kritik anzunehmen. Das stimmt ja jetzt aber wirklich nicht. Ich meine, zu einem gewissen Grad besitzen die meisten Menschen wohl diese Eigenschaften. Bestimmt gab es auch schon unter den ersten Höhlenmenschen irgendeinen, der sich für einen besonders tollen Höhlenmensch gehalten hat. Fast genauso lange wird zum Thema Narzissmus auch schon geforscht. Wir könnten das jetzt hier natürlich haarklein aufdröseln, also Sigmund Freud, bla 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 bla, eine auf das eigene Ich gerichtete Libido, bla 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 bla, psychogenetischer Narzissmusbegriff, bla 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 bla. Mich interessiert das nicht. Am Ende muss ich mich hier noch mit mir selbst auseinandersetzen, bla bla bla. Ich sag mal einfach Internet. Bevor es das Internet gab, ist man im Laufe eines kompletten Tages mit ein bisschen Glück kaum einem Narzissten begegnet. Heute reicht ein Klick und man sieht mehr Narzissten als auf dem FDP-Plakat. Auch der Umfang der eigenen Bewunderung hat sich verändert. Früher bestaunten sich Narzissten im Handspiegel, dann kam Fotografie. Heute kann man sich stundenlang 4K-Videos von sich selbst reinziehen. Kein Wunder also, dass ein soziales Medium, das ursprünglich den Slogan trug Broadcast Yourself, nur etwa 10 Jahre brauchte, um auf Platz 2 der meist aufgerufenen Websites weltweit zu landen. Platz 2. 37 Plätze vor YouPorn. 37 Plätze vor YouPorn. Vor! Die Leute finden sich noch geiler als Pornos. Und das alles nicht nur wegen Katzenvideos, Hitler-Dokus und Anime-Clips, die einen auf verstörende Art und Weise erregen, sondern auch wegen Narzissten wie ihm hier und den ganzen anderen asozialen Dreck. Alles Leute, die früher auf dem Schulhof in der Ecke gestanden haben und keine Beachtung bekamen. Die haben jetzt alle einen YouTube-Kanal und die verdienen sehr, sehr viel Geld damit. 20 Minuten über ihren eigenen Lieblings-Hornhauthobel zu berichten.
Oder wie im Fall von YouTuber ApoRed mit lustigen Pranks. ApoRed wurde vom Amtsgericht Hamburg zu 7 Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er für ein YouTube-Video mit versteckter Kamera und einer Sporttasche einen Bombenattentat inszenierte. Also, ich fand's mega lustig. Ich schreibe mich heute noch weg, wie doof die Leute sind. Angst vor einer Tasche. Wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, falls der Like-Hure ApoRed in Zukunft die Ideen ausgehen. Hier, wie wär's damit? Butterclan-Prank, das ging voll daneben. Oder auch eine gute Idee, Mega-Prank, die eigene Schwester denkt, sie wird geraped. Ha, Hammer, also ich würd's klicken. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Social Media ist ein Geschenk. Denn so können auch Menschen ohne Medienpräsenz uns an ihrem Leben teilhaben lassen und der Welt beispielsweise zeigen, was sie in wenigen Sekunden essen werden. Am Ende des Tages stellt sich aber eine entscheidende Frage. Muss man wirklich jeden Scheiß hochladen, den einem der eigene Geist in völliger Umnachtung am präfrontalen Kortex vorbeigeschmuggelt hat? Aber immerhin, es gibt ja auch YouTube-Videos, die ganz, ganz toll sind. Zum Beispiel alles, was mit Ingmar Stadelmann anfängt. Schauen Sie doch einfach mal nach. Wenn Sie jetzt denken, oh Gott, diese ganzen Selbstdarsteller mit ihren Videos und Fotos, also für mich wäre das nichts. Auch Textpostings und Kommentare sind eine Form der Selbstdarstellung. Egal ob Außenpolitik, Marsatmosphäre, Bitcoin oder Flüchtlingsdebatte, offensichtlich glauben eine Menge Leute, dass ihre Meinung unfassbar wichtig ist. Allerdings hört man ehrlich gesagt selten Sätze wie: Der Friedensnobelpreis geht an Hans-Peter Spatzenhirn für seinen Internetkommentar auf Spiegel Online. Hier geht es wohlgemerkt nicht um Menschen, die nur hin und wieder etwas kommentieren, sondern um die, die nur hin und wieder etwas nicht kommentieren. Das Internet potenziert das menschliche Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Und das an sich ist ja auch ein guter, guter Grund. Die Evolution hat sich was dabei gedacht. Wir brauchen andere Menschen, um zu überleben. Wer es im Mittelalter für eine schlaue Idee hielt, total anti-Mainstream zu sein, der war so gut wie tot. Weshalb sich Anti-Mainstream-Leute heutzutage auch mit anderen Anti-Mainstream-Leuten zu einer Masse zusammentun. Egal ob bei Pegida, am 1. Mai oder bei den Wollnis. Online verstärken sich narzisstische Züge. Der eigene Selbstinszenierung sind kaum Grenzen gesetzt. Einer der Marktführer diesbezüglich ist immer noch Facebook. Liebe Kids, falls ihr nicht mehr wisst, was Facebook ist, das ist wie Snapchat für alte Menschen. Der Vorteil, man kann da Fotos abspeichern. Ohne dass es jemand merkt. Einer Studie zufolge steigern manche soziale Medien das Risiko, depressiv zu werden. Ist ja auch logisch, ne? Wer permanent über die kunterbunte Welt der anderen informiert wird, während ihm selbst gerade die Frau abgehauen oder die Bude abgefackelt ist, ja, der profitiert natürlich nicht davon, wenn er sich das alles noch anguckt. Dann wer würde schon sowas posten wie: Die ganze Nacht geritzt und durchgeheult und dann mit mega Durchfall aufgemacht. Kennt jemand einen guten Verhaltenstherapeuten? Aber normalerweise geben Leute alles für Postings, die sie als geile Hechte darstellen. In einer Umfrage unter 1600 Nutzern gaben 14% an, für ein besonderes Posting in den sozialen Medien schon mal ihre eigene Sicherheit riskiert zu haben. Ohne Spaß, auf Wikipedia gibt es eine komplette Liste zu Leuten, die sich beim Selfie-Machen verletzt haben oder sogar gestorben sind. Bei der eben erwähnten Umfrage gaben außerdem 58% an, dass sie schon mal einen besonderen Moment in ihrem Leben verpasst haben, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, ihn als Bild festzuhalten. Für viele Menschen ist eine Kamera inzwischen also wichtiger als wichtige Ereignisse in ihrem Leben. Ingmar, in deinem Leben ist ein wichtiges Ereignis passiert. Ja, aber die Kamera ist mir wichtiger. Und damit wären wir dann auch schon bei Instagram. Wenn Instagram ein Land wäre, dann wäre das eine Mischung aus Schweden und Sachsen-Anhalt. Alle sehen toll aus, sind aber zu dumm, das große Einmaleins zusammenzubekommen. Das System Insta funktioniert trotzdem. Die App wurde bislang in 33 Sprachen übersetzt und ist auf Platz 17 der meist aufgerufenen Websites. Und damit 22 Plätze vor YouPorn. 22 vor YouPorn! Damit gehört auch Instagram zu den beliebtesten Narzissmus-Spielplätzen. Die Ironie an der Sache ist, ohne die Bewunderung der Masse würde Instagram massiv an Bedeutung verlieren. Ohne "Boah, bist du schön" oder "Toll, wie reich du bist" würde das alles nicht funktionieren. Und jetzt sagen Sie sich zu Hause vielleicht: Naja, ich bin ja nur auf Instagram, um mir die Fotos anzuglotzen. Mal unter uns, Sie können es ruhig eingestehen. Denn im Netz findet man nicht nur Selfies, sondern auch Vergebung von unserem YouTube-Fahrer Bobby. Herzlich willkommen zu Bobbys Bible Palace. Boah. Viele von euch haben mich gefragt: YouTube-Selfies, darf man das als Christ? Hallo? Ey, klar! Wenn der geilste Typ im Christentum das darf, ey, dann dürft ihr das ja wohl auch. Und wer jetzt denkt: Ey, Bobby, wir sehen überhaupt nicht so geil aus wie du,
Ich rede jetzt gar nicht so von mir, sondern von dem anderen supersüßen Oberschnuffi, dem lieben Gott. Der hat schließlich selbst gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das Gleiche erwarte ich natürlich auch von euch. Ja? Ihr sollt keine anderen Abos neben mir haben. Aber Gott sagt auch, ihr sollt euch kein Bildnis von mir machen. Alter, wie extrem clever ist denn das? Ey, so kann ihm keiner den Insta-Fame klauen. Ey, Bitches, bam, 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 bam. Denn dein sind die Likes, die Favs und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Bibel meint aber auch, es ist total wichtig, sich selbst toll zu finden. Und Jesus, der hat ja in seiner Bergpredigt gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das macht ja nur Sinn, wenn man sich selbst liebt. Ich meine, klar, kann mir jetzt schon vorstellen, ich weiß, ihr denkt jetzt gerade das Gleiche wie ich. Was? Ich soll meinem Nachbarn einen runterholen oder was? Nein, natürlich nicht. Nein, so ist es nicht gemeint. Gut, in meinem Fall ist egal. Mein Nachbar ist der Küster und der hat mir das danach total gut erklärt. Super mies zu Jesus waren ja wohl dafür die Römer. Okay, Jesus hat das auch irgendwie ein bisschen drauf angelegt, so ans Kreuz zu kommen. Ne? Wollte ja auch irgendwann mal nach Hause, in den Himmel und dafür dann auch mit einer richtig coolen Aktion abgehen. Klar, aber als er so am Kreuz war, also mega cool da hing, so voll so Madonna-mäßig, haben die Römer ihm einfach noch die Selfie-Hand festgenagelt und deshalb gibt es keine coolen Fotos von der Kreuzigung. Endübel. Endübel. Das ist richtig endübel. Ein Römer hat ihn dann so total verarscht, der hat ihn voll geärgert. Der hat so den Selfie-Stick hingehalten und gesagt, na, kommst du ran? Kommst du nicht ran? Wo ist dein Gott jetzt? Damit sind wir auch schon beim Preisrätsel der Woche. Wo ist dein Gott jetzt? Schreibt es doch einfach in die Drunter-Kommis. Der Gewinner bekommt mein trendig, exklusives neues Duschgel mit Weihrauch-Lemongrasduft. Tasty. Oh. So. Ich soll nochmal rüberkommen zum Nachbarn. Zweite Bergpredigt. Ich soll eine Aubergine mitbringen. Wo kriegt man denn jetzt eine Aubergine her? Oh, ich frag einfach Schwester Ignatia. Die lädt mich ja auch da zum Pfirsichessen ein. Ciao, Kakao. Wir haben uns heute gefragt, wie echt ist online? Die Antwort lautet sehr echt. Jedes soziale Medium hat die Nutzer, die es verdient. Und wer es im Alltag nicht nötig hat, seinen Bekannten rund um die Uhr die eigene Meinung an die Backe zu labern, der wird das im Internet wahrscheinlich auch nicht tun. Wir alle freuen uns über Bestätigung, das ist klar. Aber wenn wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, sind wir unechte Menschen. Die Unechtes tun. Ein Mensch ist mehr als die Summe seiner Likes. Das war CCN. Gott, wer hat denn diese Scheiße geschrieben? Ist doch wirklich, was sollen meine Follower denken? Die schalten doch alle weg. Mann, was für ein Rotz heute hier, ey. Komm, da falle ich doch nicht zweimal drauf rein.